Moin, Bo hier von der Bobitz Online Music School mit Teil 6 der Toolbox. Lang, lang ist es her, aber besser spät als nie. Auf Instagram habe ich vor einiger Zeit mal so ein Rumgedengeln-Video gepostet. Das fand doch relativ großen Anklang und da habe ich einen Sextolen-Lick gespielt, wo dann einige nachgefragt haben, was das genau ist. Das ist für mich Grund genug, das jetzt mal zu erklären. Ich habe es auch aufgeschrieben, das PDF könnt ihr runterladen, ausdrucken, guckt es euch an und dann erkläre ich jetzt mal, was es damit auf sich hat. Also, viel Spaß! Jetzt hören konntet, handelt es sich um sextolisches Fill, also durchgängig 16-Triolen, das heißt, wir haben 24 Schläge zu verteilen. Die ersten 13 davon, also sprich von Zählzeit 1 bis zur Zählzeit 3, erkläre ich erstmal, weil das irgendwie eine schlüssige Gruppierung ist. Also wir haben rechts Bass, Bass, links Bass, Bass, rechts, links, links, die beiden links sind Ghost Notes, Bass, Bass, rechts, links. Das führt uns zu einem Akzent auf Zählzeit 3 mit der linken Hand. Das Ganze klingt so. Den Anfang der zweiten Takthälfte, den kennen wir ja schon, das ist der Snare-Akzent mit der linken Hand. Und dann geht es weiter mit Bassdrum, Bassdrum, dann kommt wieder eine alte Bekannte, rechts, links, links. Und auf Zählzeit 4 geht es dann weiter, Bassdrum, Bassdrum, rechts, links, Bass, links. Also ihr merkt schon, die Bassdrum kriegt viel zu tun, aber jetzt hören wir uns erstmal die zweite Takthälfte an. Beide Takthälften kombiniert, erstmal noch ohne Verteilung weiterhin, klingen dann so. Kommen wir mal zur Verteilung des Ganzen. So viel gibt es da ja gar nicht zu verteilen, weil der Großteil eh aus Bassdrum-Noten besteht. Und der Rest ist auch nur ein Vorschlag meinerseits. Also, ich spiele es so. Rechte Hand, Snare, damit geht's los. Bassdrum, Bassdrum. Linke Hand, Tom 1, Bassdrum, Bassdrum. Rechte Hand, Tom 2. Dann die beiden Ghost Notes mit der linken Hand auf der Snare. Bassdrum, Bassdrum. Floor Tom, Snare, rechts, links. Dann haben wir wieder Bassdrum, Bassdrum, rechts geht rüber zur Snare, dann folgen die beiden Ghost Notes, doppel links, ebenfalls auf der Snare. Dann haben wir wieder Bassdrum, Bassdrum, rechts, links, nochmal Floor Tom, Snare,
die einzelne Bassdrum und zu guter Letzt noch ein Akzent mit der linken Hand auf der Snare. Das war's schon. Also, das ist dieses Instagram-Sextolen-Fill, so nenne ich es mal. Ich habe jetzt noch ein bisschen damit rumgejammt und bin dann noch auf eine andere Verteilung gekommen. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die erwähne ich nur ganz kurz und spiele sie dann im Outro sozusagen mal. Die ist nämlich sehr einfach. Also, die rechte Hand spielt einfach immer die Hi-Hat und alle Akzente der linken Hand sind ebenfalls auf der Snare, die Ghost Notes mit der linken Hand ja sowieso. Das Ganze ist dann ja so eine Linear-Groove-Anwendung, wenn man so möchte. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit Teil 6 meiner Toolbox und ja, würde mich freuen, wenn wir uns in Teil 7 dann wiedersehen. Bis dahin, ciao.